Kinder auf einem Spielplatz in Raqqa. Ein bisschen Normalität inmitten der Trümmer. Rund anderthalb Jahre ist es her, dass der IS aus Raqqa vertrieben wurde. Mehr als 70% der Stadt wurden beim Kampf gegen die Terrormiliz zerstört. Die Aufräumarbeiten gehen voran, doch von einem echten Wiederaufbau kann keine Rede sein. Den Menschen fehlt es an allem und noch immer sind IS-Schläferzellen in Raqqa aktiv. Die Stadt ist alles andere als sicher. Immer wieder gibt es Morde und Explosionen. Oft sind die Täter ehemalige IS-Kämpfer. Abdel kennt nichts anderes als den Krieg. Doch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft hat er nicht verloren. Es gibt noch viel Gewalt, aber es wird langsam besser. Sie wollen zum Beispiel wieder mehr Busse für die Stadt organisieren. Diese Männer sagen, unter dem IS sei ihr Leben ein besseres gewesen. Es war sicherer und wurde weniger gestohlen als heute. Die Kosten für den Wiederaufbau ganz Syriens werden auf rund 400 Milliarden Dollar geschätzt. Rund 11 Millionen Menschen im Land sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wie diese besser koordiniert werden kann und am Ende wirklich bei den Menschen und nicht der Assad-Regierung ankommt, wird derzeit auf einer Geberkonferenz in Brüssel diskutiert.